Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren gesponserten Opening, und zwar dieses Mal zu Cybersling, dem aktuellen Structure Deck, das vor kurzem erschienen ist. Und hier drin gibt es einige neue Link-Monster und zudem diverse richtig krasse Reprints, vor allem Kosmozyklonen und Dimensionsbarriere sind hier als Commons drin. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses Highlight, denn das waren Secret Rares bis vor kurzem. Und ich würde sagen, wir schauen da mal gemeinsam rein. Ich habe das diesmal dreimal gekauft, weil ich halt an diesen Reprints extrem interessiert bin. Und ich dachte mir zudem, dass es vielleicht auch so etwas interessanter wird, das Opening. Und ansonsten wurde mir das Ganze gesponsert von Gate to the Games. Und der Link zum Shop und auch zum YouTube-Kanal von Gate to the Games befinden sich beide in der Beschreibung, so wie immer. Und denkt auch bitte an den Rabattcode, sodass dieses Sponsoring noch lange weitergehen kann. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an, eins von diesen zu öffnen. Aber zunächst mal schiebe ich mal zwei Stück nach hinten und wir schauen uns mal die Rückseite an. Denn die ist natürlich auch wichtig und hier ist ein kleiner Text. Die Cybers führen die Duelltechnologie in ein neues Zeitalter. Nutze ihre schnellen Netzwerkfähigkeiten zu deinem Vorteil. Sie helfen dir dabei, sie gegenseitig aufs Spielfeld zu beschwören, wo sie dann ihre digitalen Synergien entfalten. Sobald du das meiste aus ihrer Rechenkraft herausgeholt hast, helfen sie dir, die nötigen Daten zu berechnen, um drei neue Foil-Link-Monster als Link-Beschwörung zu beschwören. Hört sich auf jeden Fall schon mal vielversprechend an und hier sehen wir wie immer die Kartenliste. Und hier unten steht noch, was das Deck enthält, und zwar 38 Commons, 2 Ultras, 3 Super Rares, eine Einsteigereinleitung, eine doppelseitige Deluxe-Spielunterlage und ein Duellführer mit Tipps, um die perfekte Strategie zu finden. Okay, also ganz klassisch. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal gemeinsam auf. Ich versuche es mal wie immer von oben zu öffnen, um zu schauen, ob das geht. Aber meistens muss man das Ding leider von unten öffnen, aber... Okay, doch, es funktioniert, nice. Ich fand's immer komisch in der letzten Zeit, dass man die Decks immer unten öffnen musste, um halt die Box nicht zu beschädigen. Aber hier hat man drauf geachtet, das finde ich schon mal sehr schön, weil... Ja, ich stelle mir sowas immer gerne in mein Zimmer hier rein, in mein kleines, ja, Yu-Gi-Oh!-Aufnahmebüro. So könnte man es nennen. Ich muss euch das mal zeigen in einem Video eigentlich. Und genau, hier ist wieder diese scheiß Lasche, ich hasse es. Wieso? Wieso ist hier eine Lasche drin, innen drin? Ich meine, klar, das soll nicht da drin irgendwie... rumfliegen können, dieses Deck, aber trotzdem ist es doch dumm, wenn einfach, ach, keine Ahnung, das voll im Weg ist. Man hätte einfach das Deck drauflegen können auf diese Lasche oder irgendwas in der Art. Na, was soll's, okay. Da haben wir schon mal ein Deck, dann würde ich sagen, holen wir direkt mal alle hier raus aus diesen Boxen. Und dann schauen wir uns die Karten an, die drin sind. Und das geht leider kaputt, okay, aber gut, solange eins intakt bleibt, reicht mir das eigentlich auch. Von daher ist mir das ziemlich Wayne, dann machen wir es halt kaputt. Was soll's. So, dann haben wir hier wieder diese dumme Öffnungslasche. Stirb. Und dann haben wir hier das zweite Deck. Legen wir direkt drauf und die Verpackung kann schon mal weg, denn die ist eh kaputt. Und dann haben wir hier auch schon das dritte und auch das geht kaputt. Okay, wir hatten nur Glück. Also ich muss sagen, der Verschluss von diesen Structure Decks ist einfach mega scheiße. Es ist so zum Kotzen. Also schlechter geht's fast gar nicht. Ich hasse es so sehr. Aber gut, zumindest ist eins schön aufgegangen. Aber ihr merkt schon... Es ist nicht dazu designed, am Leben zu bleiben, irgendwie. Ich muss mir da mal ein paar Openings anschauen, wie das meine Kollegen machen, ne? Auf YouTube. Da muss es ja wohl irgendeinen Trick geben. So, Deck bleibt am Leben, zum Glück. Die Box leider nicht. Und dann würde ich sagen, tun wir mal die überlebende Verpackung hier in die Ecke rein. So passt ganz gut. Und dann werden wir uns gleich die Decks anschauen. Aber erstmal will ich mir hier die Unterlagen und so mal durchgucken. So, denn die ist wahrscheinlich wieder ganz cool. Auch mit extra Monsterzonen natürlich und mit dem Link-Monster. Und ich kann sogar noch weiter aufklappen, alles klar. Ja gut, finde ich persönlich etwas overdesigned und ein bisschen zu goldlastig, sage ich mal. Gold ist jetzt nicht so unbedingt meine Farbe. Aber was soll's, vielleicht gefällt es euch ja. Und auf der Rückseite sind wieder diverse Tipps fürs Deck, die aber relativ zweitrangig sind, wenn wir ehrlich sind. So, und natürlich auch noch ein bisschen Werbung für andere Sets, ist klar. Gut, dann kann das schon mal hierhin wandern und dann haben wir hier noch die Einsteigereinleitung, die ist auch immer dabei. Natürlich mit Linkregeln und so weiter, auf dem neuesten Stand, weil das Deck brandneu ist, also alles, was man benötigt, wunderbar. Und der Rest ist nur Wiederholung, denn wie gesagt, wir haben ja drei Decks und dann würde ich sagen, packen wir das mal hier hin. Und dann werden wir jetzt zusammen zum ersten Mal eines dieser Decks aufmachen und ich sehe schon, dass hinten so eine Duel Links Artwork-Karte ist, wie auch immer ich sie nennen soll. Mal schauen, was da so drauf ist. Wahrscheinlich nur Werbung für Duel Links, dieses Handy-Game, was ich persönlich noch nie groß gespielt habe. Ich habe es mal runtergeladen, aber leider hat es auf meinem alten Kack-Handy geleckt. Und dann konnte ich es mir sonst wo hinschieben im Endeffekt. So, es hat mal wieder keine vernünftige Öffnungslasche, die ich finde auf Anhieb, ne? Gut, dann mache ich das leider ohne euch. Wobei, ich würde es gerne mit euch öffnen. Ah, guck mal da. Perfekt.
Man muss nur ein bisschen suchen. Meistens ist es auf der Frontseite. Da habe ich eben gerade nicht mehr dran gedacht. So. Aber leider... Naja. Ärgert das mich ein bisschen. Ich würde sagen, ich hole meine Schere, dann geht das hier, ohne dass Karten beschädigt werden. Das wäre schade drum. So, ich habe den Schnitt mal genutzt, um alle drei Decks aufzumachen. Ich denke mal, das war ganz clever. Und wir haben zunächst mal als Ultra Rare den Enkodiersprecher, das Gegenstück zu dem Dekodiersprecher, den wir im Starterdeck bekommen haben. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Wird gebaut aus zwei oder mehr Cybers-Monstern, die zusammen Link 3 erfüllen. Und ja, hat drei interessante Pfeile, die ganz cool angeordnet sind. Könnte auf jeden Fall interessant werden. Dann haben wir den Drei-Gatter-Zauberer. Auch der hat interessante Pfeile. Und er wird gebaut aus zwei oder mehr Monstern außer Spielmarken, okay. Also durch Gofu kommt der schon mal nicht aufs Feld. Und ja, er hat einen Pfeil nach oben. Also mal wieder eine Extra-Link-Möglichkeit, ne? Und dann haben wir noch die binäre Zauberin. Die ist ein bisschen wie der Proxy-Drache von den Pfeilen her. Alles klar. Das sind also die drei neuen Link-Monster, die hier rauskommen in, ja, Cybers Link, diesem Structure-Deck hier. Die habe ich jetzt alle als Playset, wunderbar. Und die rutschen mal wieder perfekt durcheinander, weil sie Top-Mints sind. Das kennen wir ja schon, das Problem. Und dann haben wir das Dual-Ensemble-Gewürm. Oh Gott, der Name. Ein Cybers-Boss-Monster, wie es im Buche steht. Kann ich mir irgendwie richtig gut im Anime vorstellen, diese Karte. Und zu guter Letzt noch die Cynet Backdoor, die ziemlich geil aussieht, muss ich gestehen. Als letzte Super Rare. So, und jetzt kommen nur noch Commons. Und ich muss sagen, wir werden jetzt einige sehr, sehr coole Karten sehen. Wir haben zunächst mal das Digitron, ein normales Monster. Eine Unterart, die man im elektronischen Raum findet. Es ist nicht viel über sie bekannt. Okay. Hat immerhin ganz gute Angriffswerte für Stufe 2. Das ist jetzt sogar das stärkste Stufe 2 Monster, oder? Mit 1,5. Ich glaube schon, krass. Der Atlantische Pikinier hatte bisher alles angeführt in dieser Kategorie, aber scheinbar ist Digitron noch besser, okay? Hätte ich nicht gedacht, dass man hier diese Grenze anhebt auf 1,5, aber gut, wieso nicht? Dann haben wir den Dotscaper. Der ist ziemlich besonders, muss ich sagen, vom Artwork her. Also sowas in der Art gab es bisher noch gar nicht, oder? Das sieht aus wie so eine Fankarte, so eine Custom-Karte. Aber gefällt mir. Wenn die auf Friedhof gelegt wird, kommt sie einmal wieder. Einmal pro Duell und das ist auf jeden Fall ziemlich praktisch für Link-Plays, also sehr gute Karte eigentlich. Dann haben wir das Klinsekt. Das ist eine ziemlich schlechte Karte, wie ich finde. Die kann quasi ihre eigene Zerstörung verhindern, indem sie Cybers-Monster opfert, aber naja, gibt Besseres. Dann haben wir den Backlinker. Der ist ziemlich cool, muss ich sagen. Den kann man specialen, wenn der Gegner was in seiner extra Monsterzone hat. Und ja, damit kann man auch extra Monsterzonen-Monster removen quasi. Also keine schlechte Karte, nice one. Ich würde sagen, den kann man sogar mal rauslegen an dieser Stelle. Werde ich mal rauslegen und auch die Karte will ich rauslegen. Den Dotscaper. Dann haben wir den Balancer Lord. Auch an sich keine schlechte Karte. Er erlaubt eine weitere Beschwörung. Also sowas würde ich auch immer raustun eigentlich. Auch ein ganz guter Beatstick für so ein Structure Deck. Und auch Rom Claudia ist keine schlechte Karte an sich. Dann haben wir den Bot Staffelhirsch. Der produziert Spielmarken. Aber davon bin ich jetzt nicht so sehr überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Ich werde mal nicht rauslegen. Dann haben wir den Cybers Zauberer, den kennen wir schon. Die Sicherungssekretärin kennen wir auch schon. Dann der Stapel Wiederbeleber und Starter Kommandant. Das sind zwei Karten aus Call of the Duelist und die glaube ich auch. Und das glaube ich auch. Ich glaube, die kamen alle vier in Call of the Duelist raus. Das ist so eine Art Truppe im Exil. Das ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Dann Tragödia. Hätte ich hier drin nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ist keine gute Karte mehr heutzutage, auch nicht im Link-Format. Also braucht eigentlich kein Mensch. Dann Summoner Monk, das ist durchaus eine gute Karte. Damit kann man sehr leicht bestimmte Monster aus dem Deck specialen, zum Preis einer Zauberkarte in der Hand. Dann Kartenkavallerist, auch nicht mehr das, was es mal war, finde ich. Trümmerdrache, oh Gott. Die war viel zu lange auf der Bandlist, die ist jetzt runter, ne? Ich glaube schon. Dann der Mathematiker. Sehr coole Karte, auf jeden Fall. Für Decks wie Shadol oder so auf jeden Fall, ja, extrem wichtig. Dann haben wir Kranichkran, erlaubt einen Rang 3 XC-Play, also durchaus eine wichtige Karte für verschiedene Decks. Magier des Glaubens, recycelt eine Zauberkarte vom Grave, war mal gut, aber heutzutage einfach nicht mehr das, was es mal war. Denn die ganzen unfairen Zauberkarten sind verboten worden vor einer Weile. Dann haben wir Narrenkonfit, ist so eine Special-Möglichkeit für ein Stufe 1 Monster. Im Link-Format sicherlich keine so schlechte Karte. Aber da kommen wir auch schon zum Highlight. Und ja, von der Karte habe ich bisher noch nicht geredet. Ich wollte euch ein bisschen überraschen für diejenigen, die es noch nicht wussten. Die Blumenzwiebel ist hiermit für jeden erhältlich und ja, ziemlich günstig. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Eine der krassesten Reprints definitiv. Das ist eine richtig heftige Karte in Kamen. Die ging irgendwie 20 Euro oder so bisher. Dann Kinkabiu, ebenfalls keine schlechte Karte.
belebt ein Stufe 1 Monster von Grave wieder und ist selbst ein Spirit Monster, also nicht übel. Dann haben wir Seelenlast, auch ein sehr guter Reprint, von der kann man nie genug haben. Insta-Win-Zauberkarte, wenn man Glück hat. Dann Mischwiedergeburt, finde ich jetzt nicht so geil. DDR, Reincarnation aus einer anderen Dimension, spielt man sehr gerne Morphtronisch, aber auch nicht die Welt, sag ich mal. Dann Goldsarkophag, die ist ganz nett, in Dinos beispielsweise, ich schläg's mal raus. Dann Gedankenkontrolle, ist im Link-Format auf jeden Fall eine sehr gute Karte, also macht Sinn, die hier zu printen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Highlight, das hatte ich aber schon angeteasert, und zwar Kosmozyklon in Kamen. Richtig gute Sache, eine der besten Backrow-Removal-Karten, wenn nicht die beste. Richtig heftig, auf jeden Fall sehr guter Reprint. Dann haben wir Mondspiegelschild, auch keine schlechte Karte an sich. Wow bist du, auch eine sehr gute Support-Karte für Stufe 1-Decks. Generell, wenn ihr Stufe 1-Support wollt, dann seid ihr hierbei auch gut aufgehoben. Ich meine, wir haben Nachend-Confit, wir haben Kinkabio, wir haben Wow bist du, also echt nicht schlecht. Also legen wir die auch mal raus, würde ich sagen. Dann haben wir Lebendig Rekodiert, okay, von der Karte weiß ich bisher noch gar nichts, muss ich mir nachher mal durchlesen. Dann Wundersames Erwachen, dann Machtvolle Wiedergeburt, die ist nicht so krass. Dann Voreilige Rückkehr, okay, hört sich interessant an. Verbanne eine Karte von deiner Hand und wähle dann einen deiner verbannten Monster, beschwöre es als Spezialbeschwörung in die verdeckte Death, okay, nicht so krass. Dann haben wir Sumpfsiegler, Quantenkatze, Stürmische Spiegelkraft, auch ein guter Reprint, aber was noch besser ist, ist die Dimensionsbarriere. Und ich muss sagen, die sieht gar nicht mal so scheiße aus in Kamen, wie ich dachte. Ich finde, es ist so eine Karte, die gehört einfach in ihren Secret Print. Das passt perfekt zu ihr. Aber gut, auch in Kamen ist die Karte auf jeden Fall ein schönes Highlight. Und dann haben wir noch Geister der Vergangenheit. Okay. Und dann hier noch diese komische Duel Links Karte, die mir scheißegal ist. So. Gut, was kann man jetzt damit anstellen? Ich denke mal, es ist hiermit jedem möglich, wenn man sich das dreimal kauft, ein ganz gutes Cyber-Stack zu bauen, ja? Vielleicht werde ich dazu auch mal selbst ein kleines Duell erspielen und euch hochladen, wo ich das Ganze hier so ein bisschen benutze, was man hier ziehen kann. Man kann hier auf jeden Fall mittlerweile einiges draus bauen. Es ist so ein bisschen ein Linkhaufen, ja? Man kannte das schon aus der Xyz-Zeit mit Goblinburg, Kage Tokage, Blechgoldfisch. Da konnte man auch so ein bisschen einen Xyz-Haufen bauen. Und das geht jetzt auch mit Link, mit den Cybers-Monstern. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz, sag ich mal, von Konami. So ein Anfänger-Link-Deck jedem zu enablen. Und wie gesagt, die drei Highlight-Reprints aus diesem kleinen Set hier sind definitiv die Blumenzwiebel, der Kosmozyklon und natürlich die Dimensionsbarriere. Das sind drei extrem gute Karten. Dass die gereprintet wurden, ist auf jeden Fall für mich was Besonderes. Generell wurden in letzter Zeit ziemlich viele gute Karten gereprintet, die jetzt nichts mehr wert sind. Aber ich denke mal, das ist auch nicht verkehrt. Damit kann jeder, ja auch Anfänger, sag ich mal, halbwegs vernünftig spielen. Die meisten wirklich wichtigen Karten, guten Staples und so weiter, wurden jetzt mittlerweile gereprintet. Raigeki braucht dringend mal einen Reprint, wie ich finde, aber ansonsten wurde das meiste mittlerweile gereprintet, wie gesagt, und da kann man einiges mittlerweile mit anstellen. Und das hier ist wirklich ein sehr guter Link-Haufen. Wie gesagt, ich werde dazu mal ein Duell machen zu einem Cyber-Stack, sag ich mal. Es wird eine Kombination sein aus den Karten von dem Starter-Deck Link-Strike und Cyber-Link. Structure Deck und da wird auf jeden Fall was Cooles bei rauskommen. Ansonsten schreibt mir eure Meinung zu diesem Deck hier gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich habe es mir dreimal gekauft wegen den guten Reprints und weil es halt eh gesponsert wurde. Ich denke mal, da hat sich das mal gelohnt. Ist auf jeden Fall mal wieder einiges beisammen gekommen an guten Karten. Auch Stürmische Spiegelkraft ist sehr schön. Seelenlast habe ich auch sehr gerne immer wieder mit dabei und diverse andere gute Karten auch. Auch gute Linkmonster, wie gesagt. Also schreibt mir mal eure Meinung dazu. Gesponsert wurde mir das Ganze mal wieder von Gate2The Games, ihr wisst Bescheid. Und denkt auch an den Rabattcode, das wäre sehr schön. Bis dann, tschüss und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald mit einem weiteren Opening.